Hallo, lieber Ex-Feuerwehrmann. Tut mir leid, Männer in Uniform machen mich sehr nervös. Aber wie ich gehört habe, geht es dir gerade nicht so gut. Und deswegen dachte ich so, wir können dich etwas aufmuntern. Deswegen genieß einfach für einen Moment diese schöne Aussicht. Wir lassen das kurz auf uns wirken. Gut, das war's dann auch wieder. Ich hoffe, du hast einen wunderschönen Tag. Genieß die Sonne, die Blumen, nicht die Pollen, weil die Pollen, oh, Juch, Alter, dieses Jahr ganz krass. Ja, aber sonst wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Und wenn dein Leben mal grau und trist ist, dann denk einfach an mich. Dann wird's schon wieder toll. Wunderbar, Grüße, wunderbar, einen schönen Tag. Ich melde mich mal wieder in einer. Ja, in einer Zwickmühle, musste aus der Stadt raus, bin jetzt ein bisschen am Rand, bin die Bahngleise entlang, gestern Abend schon, gestern Nacht die ganze Zeit, hab gefroren, ihr wisst gar nicht, wie kalt das auch wird, immer noch. Und dann habe ich hier diese wunderbare Halle gefunden. Ne? Sieht aus, als wenn hier Jugendliche sind, die waren Gott sei Dank nicht da. Und hier unten ist ein kleiner Keller. Komm mal reinglotzen, habe ich geschlafen. Ja, und was ich dann gesehen habe, vielleicht sieht man das ein bisschen, ist eben, dass das irgendwie eine Skaterhalle ist. Ne? Eine ganz altertümliche. Wenn man das Sofa sich noch anguckt, hier wird keiner mehr sitzen, außer er hat Lust auf Läuse oder ähnliches. Aber hier ist doch hier so eine Rampe. Zum Runtergleiten und Rollen und oben abstoßen und das ist der Stopper. Aber ich glaube, der war auch mal fest und dran, denke ich mir. Ja, ansonsten ist das hier nicht gerade schön. Es gibt natürlich keinerlei Wasser. Ne? Man muss da wirklich Pfützenwasser nehmen. Also ja, ich sag natürlich nicht, wo es ist, ganz genau, aber es gehört noch eine Räumlichkeit dazu. Die werde ich auch gleich nochmal schön zeigen. Ja, hier nochmal das ganze Ding im Ganzen. Hier kann ich mich wirklich gut aufhalten. Hier werde ich nicht gefangen, gefesselt, malträtiert, gezwickt, gestochen und verbrüht. Hier kann ich Mensch sein, hier bin ich in meinem geschützten Paradies, was früher in der Skaterhalle war. Jetzt geht's weiter zum nächsten. Oh, ich habe was. Ich muss weiter. Oh, ich kann euch nochmal draußen zeigen, wie das aussieht hier. Was hier alles. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht irgendwie hier mich festzuddel an der Zacke. Hier ist auch nochmal. Ah, ne, das ist ja das Gleiche. Das ist ja das Gleiche. Das ist ja das Gleiche. Schön für Kleidung. Wenn richtig Sommer ist. Oh, wo gehe ich um? Muss ich jetzt hier lang? Ich denke, ich muss hier lang. Ich gehe jetzt einfach mal hier lang. Problem ist natürlich auch, ich habe keine Hose richtig an. Und hier sind bestimmt überall Zecken in den Verkleidungsen. In den Gräsern. Oh, 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 oh. Wo gehen wir hier lang? Kommen wir hier irgendwo hin? Das sieht alles nicht, ist mir nicht geheuer. Aber wird schon gut gehen. Wird schon gut gehen. Nee, kleines Kameralinsenauge, nach unten musst du gehen. Zack, 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 zack. Wow, was denn das? Das ist auch ein Monster. Das ist eigentlich ein Fisch. Wie kommt denn hier ein Fisch hin? Oh, irgendwann muss es doch kommen. Oh, oh, oh. Au, au, au. Okay, okay. Jetzt muss ich hier durch. Und dann da oben durch. Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, da komme ich doch nie im Leben rüber. Ja, das ist eben der Nachteil, ne? Wenn man
Wenn man nicht in der Stadt ist, dann ist man da, wo die Natur ist. Ich probiere es, ich probiere es. Und. Oh, geschafft. Oh, heldenhaft. So, die andere Sache konnte ich leider nicht. Konnte ich leider nicht begutachten. Bin jetzt gerade an der Straße unterwegs. Folge anderen Menschen. Menschen kommen mir entgegen. Irgendwann sehr, sehr junge Mädchen, die ihre ganzen Beine angekritzelt hatten mit Filzstift. Frage mich natürlich jetzt noch eine ganze Weile, warum, wieso und weshalb. Werde aber zu keiner Lösung kommen. Ja, hab Bauchschmerzen. Vielleicht habe ich das Falsche gegessen. Und auch noch direkt nach nichts trinken, richtig. Ja, jetzt sind wir hier in der Stadt drin, ne? Jetzt sehe ich ab hier, bin ich in der Stadt drin. Hier sind überall komische kleine Dingsters. Wollt ihr da jetzt rein oder was? Ich muss mal gucken. Liebe wunderbare Leute. Das ist ein Traum von mir. Aber wie soll ich das buchen? Wie soll ich da hinkommen? Auf jeden Fall schönen Gruß an diesen frischen, guten Menschen. Ja. Ja. Lasertag Hero. Okay, Lasertag Hero. Ja, nochmal zum Prozedere. Bin heute aufgewacht in diesem Skateboard-Dingsbums und suche jetzt eine neue Bleibe wegen kein Wasser. Oh, Bauchschmerzen habe ich ja vorhin schon erzählt. Aua, aua, aua. Muss ich ein bisschen aufpassen. Hier sind viel zu viele Menschen. Grüß dich. Guck mich nicht so an. Ich bin ganz normaler Mensch. Hier spielen ein paar Kinder mit Fußball. Ja. Also, suche jetzt eine neue Behausung. Und muss mich mehr zeigen, muss mehr in die Öffentlichkeit. Allein schon, von alleine wird die Frau nicht an meine Behausung klopfen, die ich dann mal habe, wo eh keiner weiß, dass da jemand drin ist. Und somit so, ach, ich glaube, es liegt mein Bauch irgendwie auch an der Liebe. Kann auch sein, dass die Liebe drückt. Oder ich habe irgendwas, im Schlaf ist mir irgendwas in den Magen reingekrochen, was nur natürlich in mir rumwütet. Und ich merke das nur in Form von Bauchschmerzen. Dabei werden meine ganzen Gedärme von innen zerfressen. Hab auch sehr dreckige Fingernägel. Heute Morgen habe ich mir dann mit den Zähnen aus den Fingernägeln ein bisschen Müll und dieses Schwarze rausgepult. Und an den Zehen landet es natürlich dann auch schlussendlich im Bauch. Ja. Zum Arzt kann ich nicht gehen. Denn ich habe keine Krankenkassenkarte mehr. Und ja. Wenn jetzt noch irgendwas Spannendes kommt, werde ich mich melden. Ansonsten kann es auch schon gewesen sein. Ach so, Mensch, das Wichtigste fast vergessen. Ich danke Mrs. Carolina. Carolina. Guter Mensch. Vor dem Video ist es angeditscht worden. Und werde ja im Danke auch anderweitig mitteilen. Ja. Ja. Gute Frau auf jeden Fall. Mit der kann man durch dick und dünn gehen. Da kann man hinten auf die Schulter klopfen und wird trotzdem nicht vermöbelt. Das ganze Programm einfach. Ich bin hier in einem schlechten Wohngebiet, denn die Leute gucken mich sehr, sehr mysteriös auch an. Ich warte nur darauf, dass jemand mich anspricht. Der hat mich sehr verrückt angeguckt. Sieht man ihn? Hat er nochmal zurückgeguckt? Man weiß es nicht. Ich melde mich nachher wieder.